Hi und herzlich willkommen bei Staupitopia Zuckerfrei. Heute möchte ich euch zeigen, wie ihr eine super leckere und fluffige Schokobiskuitrolle ohne Zucker ganz einfach selber machen könnt. Beginnen wir also direkt mit der Zubereitung. Und zwar geben wir für den Schokobiskuitteig zunächst erst einmal 5 Eigelb, 50 ml Mandelmilch oder alternativ auch Milch und 45 ml Öl in eine Rührschüssel und verrühren alles gut miteinander. Als nächstes kommen dann noch 75 Gramm gemahlene Mandeln, 15 Gramm Kakaopulver und einen Teelöffel Backpulver hinzu und dann wird ganz einfach erneut alles gut miteinander verrührt. In eine weitere Schüssel geben wir dann als nächstes 5 Eiweiß und schlagen diese zu einem steifen Eischnee auf. Nachdem ihr das Eiweiß dann steif aufgeschlagen habt, gebt ihr jetzt noch 70 Gramm zu pudergemahlenes Erythrit hinzu und schlagt beides zusammen, am besten noch einmal für ca. 5 Minuten weiter, da sich das Erythrit so gut mit dem Eischnee verbindet. Nehmt euch nun wieder den Eigelb-Kakaoteig, gebt am besten portionsweise etwas von dem steif geschlagenen Eiweiß hinzu und rührt die einzelnen Portionen nur so kurz wie nötig ein, bis sich alle Zutaten miteinander verbunden haben. Nehmt euch nun ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech, fettet dieses noch einmal gut ein, damit sich eure Schokobiskuitplatte nach dem Backen auf jeden Fall auch gut vom Backpapier lösen lässt und verstreicht den Teig anschließend gleichmäßig auf dem Backpapier. Ja, und dann kann es auch schon ans Backen gehen, und zwar im vorgeheizten Backofen bei 170 Grad Ober- und Unterhitze für ca. 18 bis 22 Minuten. Nach dem Backen solltet ihr die Biskuitplatte dann am besten noch warm von dem Backpapier lösen. Und dafür nehmt ihr euch nun ein neues Backpapier. Das könnt ihr ganz einfach mit ein wenig Wasser auf eurer Arbeitsfläche ankleben, damit es nicht wieder zusammenrollt, und stürzt dann die warme Biskuitplatte darauf. Ja, und jetzt könnt ihr das obere Backpapier ganz einfach, aber am besten vorsichtig und langsam von der Biskuitplatte abziehen. Kommen wir jetzt noch zur Zubereitung der einfachen Schokofüllung. Und für diese gebt ihr ganz einfach 200 Gramm Sahne in eine Schüssel und schlagt diese zunächst erst einmal steif auf. Anschließend gebt ihr noch 10 Gramm Kakaopulver und zum Süßen noch 20 Gramm zu pudergemahlenes Erythrit hinzu und rührt beides dann kurz in die Sahne ein. Ja, und damit ist die Füllung auch schon fertiggestellt. Nehmt euch nun wieder die Biskuitplatte, gebt die komplette Füllung darauf und verstreicht sie dann gleichmäßig, wobei ihr auf jeden Fall einen kleinen Rand freilassen solltet, damit euch die Füllung beim Zusammenrollen an den Seiten nicht herausgedrückt wird. Ja, und jetzt geht es natürlich noch ans Aufrollen der Biskuitplatte und das könnt ihr dann am besten mit Hilfe des Backpapiers machen, damit ihr am Ende auch eine schön gleichmäßig aufgerollte Schokobiskuitrolle bekommt. Vor dem Anschneiden solltet ihr die Biskuitrolle dann am besten in Frischhaltefolie gewickelt für mindestens 1,5 Stunden kalt stellen, da sie sich dann viel einfacher schneiden lässt. Und dann ist es natürlich an der Zeit, diese super leckere Biskuitrolle zu probieren. Das Rezept könnt ihr wie gewohnt auf meinem Blog www.staupitopia-zuckerfrei.de nachlesen und ausdrucken. Einen Link dazu findet ihr unten in der Infobox. Probiert es auf jeden Fall mal aus und schaut auch gern beim nächsten Mal wieder rein. Bis dahin, macht's gut!